Sebastian, Trainingstag 2 in dieser Woche langsam absolviert. Wie fit bist du? Bin wieder soweit fit. Hatte am Spiel gegen Hertha noch einen Schlag am Schluss abbekommen. Deswegen konnte ich heute auch das erste Mal wieder mittrainieren, aber es ist für Donnerstag kein Problem. Wie war die Einheit heute? Wie lief's? Lief gut. Bin auch wieder gut reingekommen. Wetter war heute auch in Ordnung. Mal ein bisschen Sonne, die da hinzugekommen ist. Und wir haben einiges trainieren können und auch machen wollen, um am Donnerstag gehen wir recht zu schlagen. War ein intensives Spiel letzte Woche gegen Berlin, auch mit deinem Treffer am Ende, der den Punkt noch gerettet hat. Was kann man aus der Partie denn mitnehmen? Dass wir spielerisch deutlich besser gemacht haben als in den Spielen davor. Auch deutlich mehr Chancen herausgespielt haben. Da müssen wir noch im letzten Drittel konsequenter sein, es auch besser zu Ende spielen, vielleicht auch ein bisschen mehr Kreativität walten zu lassen. Und ja, es waren viele gute Sachen dabei. Nächstes Abendspiel, Donnerstagabend, da geht wieder das Flutlicht an hier im Stadtwald. Wie sehr freust du dich auf diese Aufgabe gegen Vitória Guimarães? Ja, freue mich ungemein drauf. Wird wieder ein toller Fußballabend mit hoffentlich einem Happy End für uns, sodass wir uns für die K.O.-Runde qualifizieren. Und ja, es wird wie jeder Europapokalabend hier in Frankfurt ein geiler Abend. Was wird nötig sein, um Guimarães zu schlagen? Ihr habt das im Hinspiel ja gut gemacht, war aber auch eine harte Nuss zu knacken. Also Vitória kann schon kicken, hat man gesehen. Ja. Was wird nötig sein jetzt am Donnerstag? Ja, im Hinspiel war es schon sehr, sehr schwer, dort zu gewinnen. Keine schlechte Mannschaft, technisch sehr, sehr gut. Sind ja schon raus, aber wollen sich sicherlich nicht abschlachten lassen hier. Wollen auch nochmal ein gutes Gesicht zeigen. Und ja, für uns gilt es einfach, unsere Leistung auf den Platz zu bringen. Und da bin ich sicher, dass wir auch gewinnen werden. Du hast schon angesprochen, Guimarães hat keine Chancen mehr auf den Einzug in die nächste Runde. Glaubst du, ist es ein Vorteil für uns? Oder denkst du dir, ja, gerade jetzt können die befreit aufspielen? Das kann man nie so genau beurteilen. Es kommt auf die Mentalität des Gegners an, der Mannschaft, wie sie sich da präsentieren will. Von daher, auf der einen Seite können sie befreit aufspielen, auf der anderen Seite, ja klar, geht es nicht mehr so um die 100%, da will man sich natürlich auch nicht verletzen. Aber das wird sich am Donnerstag zeigen, wir müssen auf uns schauen und da sind wir gut beraten mit. Eine englische Woche jagt die nächste, das geht seit Beginn der Saison schon so quasi. Du hast auch unfassbar viele Pflichtspiele schon in den Beinen. Wie gehst du damit um? Auf der einen Seite freut man sich natürlich, dass man so viele Spiele macht. Dadurch trainiert man etwas weniger. Aber es zehrt natürlich irgendwann schon auch in gewisser Weise an den Kräften. Gerade wenn es dann auch kälter wird draußen. Und ja, aber nichtsdestotrotz haben wir bisher in jedem Spiel immer eine sehr, sehr gute Laufleistung gezeigt. Wir haben eine fitte Mannschaft und da können wir auch die letzten 4 Spiele noch sehr, sehr gut bestreiten. Super. Alles Gute dafür, sehr viel Dankeschön.